Ja, schönen guten Morgen. Wir haben jetzt circa 7.15 Uhr. Da drüben wird noch geschlafen, hier wird noch geschlafen und hier gibt's Bacon. Ja, eine halbe Stunde später hat es die Inge auch endlich mal geschafft. Schauen wir mal zum Dani hinten. Ja, der hat noch nicht so viel Lust. Adrian war schon auf dem stillen Örtchen, glaube ich. Ja, hier finden sich jetzt langsam alle zum Frühstücken ein. Wir werden jetzt noch die allerletzten Reste verbrauchen und alles, was wir nicht benötigen, können wir bei Fraser Way an die Tafel spenden. Ja, wir sind jetzt hier nochmal beim Klo ausleeren. Das heißt, wir haben jetzt gefrühstückt und machen jetzt unsere Karren soweit klar und werden dann zum Outlet fahren. Richtrieb beginnt super gut. Ja, wir sind jetzt hier im Outlet. Hier gibt es verschiedene Stores von verschiedenen namhaften Marken. Wir haben jetzt hier ca. eineinhalb Stunden Zeit, die Geldbeutel mit Dollars zu leeren. Und werden dann noch tanken fahren und dann unser Abi abgeben. Fündig geworden? Ja. Was gab's? Erfolgreich Schokoladensouvenirs und eine Sportdose. Ich habe leider nichts gefunden. Wir sind jetzt hier wieder bei Fraser Way und haben jetzt unsere Abis abgegeben. Jetzt machen wir noch den Check mit den Guys von Fraser Way, ob alles soweit passt, ob irgendwo Schäden sind. Lief aber soweit alles ganz gut. Tschüss. Die Abgabe hat jetzt einwandfrei funktioniert. Hinter uns steht schon unser Bus, der uns jetzt nach Toronto bringt und in 5 Minuten ist ca. Abfahrt. Das Gepäck und die Leute sind jetzt verstaut und wir sind gerade eben bei Fraser Way hochgefahren. Wir fahren jetzt nochmal an den letzten landwirtschaftlichen Flächen vorbei. Hier nochmal ins Hojafeld. So, wir sind jetzt am Flughafen in Toronto angekommen. Ich hole mir jetzt mal so ein paar Luggage-Wagen und dann laden wir auf und dann schauen wir weiter. Die sind ja mal geil, oder? Ich will fahren. Die haben sogar Scheibenbremsen. Lol. Wir liegen jetzt hier im Flughafen von Toronto. Neue Technik. Sie legen alles mit grünem echten Rasen aus. Ja, und wenn man dann nach oben schaut, dann hat man Blick auf den Flughafen Toronto und im Hintergrund, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, auch mit der Skyline. So, jetzt wurde gerade unsere Zone aufgerufen, jetzt sind wir hier 2 Stunden am Flughafen rumgucken und jetzt Tour. Wir haben unsere Plätze eingenommen, genau die gleichen wie beim Hinflug. Vor mir sind die Nine und die Chrissy und im Mittelgang die Marion, der Robert, die Maria und der Dodo. Wir stehen aktuell noch an unserem Gate, werden wahrscheinlich jetzt in Kürze zurückgeschoben und wir sehen uns zum Start wieder. So, wir rollen zur Startbahn. Jetzt geht's dann gleich los. Zeit fürs Abendessen. Bei mir gibt es Pasta und ein Milchbrötchen. Und bei der Inge gibt es Chicken. Den letzten 30 Kilometern vor München. Die Nacht war
war ziemlich unruhig, ständig Turbulenzen, allerdings nur kleine, aber ich glaube, das Anschnallzeichen ist in der Nacht ca. 30 Mal an- und ausgegangen. Ich glaube, es haben alle recht wenig geschlafen, bis gar nicht. Schauen wir mal, jetzt landen wir dann gleich und dann gibt es ja das Weißwurstfrühstück. Alle haben ihr Gepäck bekommen. Jetzt geht's ins Airboy. Wir sind im Airboy angekommen. Wir gönnen uns jetzt noch ein paar Weißwürstel, einfach um wieder einen krassen Einstieg hier zu kriegen. Und lass es uns schmecken. Ja, wir sind jetzt an der S-Bahn-Station und haben uns auch schon von der Hälfte verabschiedet. Wir werden jetzt unsere S-Bahn zum Hauptbahnhof nehmen und von dort dann nach Hause. Weil diese unfassbare Weite ein ganz großes Gefühl von Freiheit vermittelt. Man hier an jeder Ecke, obwohl es eigentlich nur gerade Straßen sind, alles möglich Tolle erleben kann, ist einfach riesengroßes. Die Leute hier einfach alle super nett sind. Ich finde die großen LKWs und die großen Landmaschinen hier cool. Ich finde Kanada schön, weil es hier wunderschöne Seen gibt und weil die Landwirte hier alle ganz, ganz nett sind. Wir hier so nette Leute kennengelernt haben und die Landschaft wunderschön ist. Mir die Landschaft so faszinierend gefiel und es immer wieder bewundernswert war, wie man eine Straße geradeaus über den Berg baut, anstatt sie drumherum zu führen. Ich hier an den Niagara-Fällen meinen Heiratsantrag bekommen habe. Weil ich viele neue, nette Leute kennengelernt habe und es hier zig verschiedene Biersorten gibt. Ich endlich mal wieder diese großartige Landschaft in der gesamten Weite und Vielfalt wieder mal erleben konnte und dazu zusätzlich auch noch die verschiedenen Farben und die Lebensweise der Kanadier kennenlernen konnte. Weil mir die Landschaft gefällt und weil ich fand, dass es eine echt entspannte Zeit war mit den Leuten und mir echt viel Spaß hat. Weil es einfach unglaubliche Weite gibt, wo man sich in Deutschland überhaupt gar nicht vorstellen kann. Weil hier alles so ruhig ist, die Leute haben nicht so Hektik wie in Deutschland. Weil bei den Farmen, die haben nicht nur wie mir so wenig Fläche, sondern weil sie weite Flächen haben. Also die haben nicht viel, aber viele Kühe, aber dafür riesen Flächen. Und das ist das, was mich beeindruckt. Weil es doch so viele Gemeinsamkeiten zu Deutschland hat, aber sehr feine Unterschiede. Weil man alles machen kann, was man will, weil es keinen juckt und weil es einfach geil ist.